pass auf. Wir machen Führerscheintest. Du machst einmal. Ja, moin. Du machst einmal, ich mache einmal. Aber du darfst nichts sagen bei mir und ich sag nichts bei dir. Also Fragen. Also keine Tipps geben, kein auch wenn man was beantwortet, ist nicht richtig oder so, wirklich mit Discipline einfach. Einen kompletten Test? Oder? Ja, 30 Fragen halt, einen Test. Dann steht ja am Ende, wie viele Fehler hast, durchgefallen oder bestanden. Ja? Mhm. So, pass auf. Tada! Los, du fängst an, okay? Also, pass, jetzt muss ich noch ganz kurz gucken. Okay. Es wäre ja schön, wenn du das laut vielleicht vorlesen könntest oder machen könntest, dass wir hier keinen Stummfilm haben. So, na los, dann start mal. Also, worauf müssen Sie sich einstellen? Dass von rechts ein Fahrzeug kommt oder dass sich der Bremsweg durch Feuchtigkeit und Laub verlängert? Ja, ein bisschen... Was denn? Flotter. Weil oder dass ein von rechts kommendes Fahrzeug auf seine Vorfahrt verzichtet. So, ich nehme jetzt mal die zwei. Kann man ja nehmen, gell? Mach einfach. Solange ist bei dir noch nicht her wie bei mir. Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Danke. Einzelne Kinder kehren wieder um. Alle Kinder warten auf dem Gehweg. Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig. Ja, würde ich jetzt mal die zwei nehmen. Wie sollten Sie sich verhalten? Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen, bremsbereit halten. Unvermindert weiterfahren. Also Tino würde das dritte nehmen. Warum müssen Sie auf dieser Straße besonders aufmerksam fahren? Weil die Fahrbahnoberfläche uneben und unterschiedlich griffig ist, weil eine Straßenbahn entgegenkommen könnte oder weil das Fahren auf den Schienen gefährlich ist. Ja. Was würdest denn du nehmen? Sag mal. Ja, komm, ja, du machst und ich mach. Okay, ich mach alles drei einfach. So. Sie biegen von einer hell erleuchteten in eine dunkle Straße ein. Was müssen Sie dabei berücksichtigen? Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die Dunkelheit. Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher. Oder schon beim Abbiegen haben sich ihre Augen vollständig an die Dunkelheit gewöhnt. Warte, Leute, ja, ich weiß mit der Cam, ich weiß, dass die Cam gefüßt ist. Chillt. Ich weiß, dass die Cam gefüßt ist. Chillt einfach, alles gut. So, ich sag jetzt mal, die Augen gewöhnen sich nur langsam an die Dunkelheit und Hindernisse erkenne ich schlechter. Wozu können bereits geringe Mengen Alkohol führen? Zu verzögerter Reaktion, ja. Zu riskanter Fahrweise, bei Tino, auf jeden Fall. Zu einem Nachlassen der Hör- und Sehleistung. Also ich fahre nicht mit Alkohol, ne? Das finde ich jetzt schon ein bisschen... Ja, stimmt auch. Ja. Würdest du fahren mit Alkohol? Während der Fahrt in einem Tunnel bemerken Sie ein Feuer in Ihrem Fahrzeug. Das Verlassen des Tunnels ist nicht mehr möglich. Wie verhalten Sie sich? Danke, Florian. Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht an und schalte die Warnblinkanlage ein, stelle den Motor ab, lasse den Zündschlüssel stecken. Hä? Warum müssen Sie hier die Geschwindigkeit verringern? Wegen des Kindes, des Motorrads, in Klammern Geländewagens. Ich sehe aber auch nichts. Was für ein Kind, was für ein... Siehst du hier was? Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich erkenne da auch kein Kind. Kann man das groß machen? Nee. Muss mal gucken, ob du das Bild klicken kannst. Nee. Ach, das ist ein Video. Ach, das ist ein Video. Haha, lul. Es gibt sogar Videos, geil. Ja, wegen des Kindes. Und, Moment, ich schaue es mir noch mal kurz an. Boah, jetzt machen die nicht das übelste Ding hier draus.
So, die Kinder laufen drüber. Wir fahren weiter. Hier kommt ein Kind. Ach, ich lasse es so. So, welches Verhalten ist richtig? Vor der Kreuzung warten, ohne zu halten, abbiegen. Ja, warten, oder? Ich darf ja nicht durch. Ich warte. Lukas da. Moin, Lukas. Sie wollen aus dem Grundstück nach rechts in eine Straße einbiegen. Von links kommen Radfahrer. Wer muss warten? Die Radfahrer müssen warten. Alle müssen anhalten und sich dann verständigen. Ich muss warten. Also, ich will aus einem Grundstück nach rechts in eine Straße einbiegen. Von links kommen Radfahrer. Ja, ich muss warten, weil ich komme ja nur aus einem Grundstück. So. Welchen Fahrzeugen müssen Sie das Abfahren von gekennzeichneten Haltestellen ermöglichen? Moin, Black Ghost. Ich glaube, Schulbussen, Taxen und Linienbussen, oder? Jo. Wie sollten Sie sich verhalten? Abbremsen oder weiterfahren? Abbremsen. Was ist über die Geschwindigkeit beim Überholvorgang vorgeschrieben? Die Geschwindigkeit des Überholens muss wesentlich höher sein. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden. Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht erhöhen. Warum guckst du mich an? Komm, mach. Dein Zelt ist gleich um. Hilf mir mal. Dann geht's in die mündliche. Bist du eingepennt? Ja komm, muss was ankreuzen, nützt nichts. Komm, ich will auch noch machen. Ach komm, ich mach alles. So. Dann streng dich mal ein bisschen an. Na, wie weit vor und hinter einem Haltestellenschild dürfen Sie nicht parken? 5 Meter. Welches Verhalten ist richtig? Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen, den Bus durchfahren lassen, an der Haltelinie anhalten. Uah. Ich muss anhalten. Wollt ihr jetzt wissen, wer danach fährt? Oder nicht? Ich halte einfach an. Welches Verhalten ist richtig? Der Radfahrer muss warten. Ich muss an der Sichtlinie anhalten. Ich muss warten. Suki schreibt, so geil, wenn man selbst Führerschein macht. Digga, glaube ich dir gerade. Sie kommen an eine Kreuzung, an der... Komm, an du sollst reingucken. Nein, ich gar nichts an hier. An der sie die Vorfahrtlage nicht... gleich überblicken. Wie verhalten Sie sich? Nochmal, Sie kommen an eine Kreuzung, an der Sie die Vorfahrtlage nicht überblicken können. Wie verhalten Sie sich? Warten, beobachten, sich gegebenenfalls mit anderen verständigen, nach der Regel rechts und links fahren, als Geradeausfahrer immer durchfahren. Also ich halte an und beobachte. Was gilt nach diesem Verkehrszeichen? Ich muss Schrittgeschwindigkeit fahren, ich darf Fußgänger nicht behindern, ich darf nur auf gekennzeichneten Flächen parken. Ich muss Schrittgeschwindigkeit fahren. Was endet hier? Ein Zonenhalt? Nein, na, eine Vorfahrtsstraße endet hier. Andere Verkehrsteilnehmer machen Sie auf anhaltend starkes Qualmen Ihres Auspuffs aufmerksam. Was müssen Sie tun? Frühzeitig zurückschalten, frühzeitig hochschalten, das Fahrzeug umgehend prüfen lassen natürlich. Jetzt? Jetzt müsst ihr auf B gehen unten. Noch mehr? Ne, jetzt B, das war der Grundstoff. 10 Fragen noch. Oh, wo ist das Parken verboten? Auf schmalen Fahrbahnen gegenüber Ein- und Ausfahrten von Grundstücken, an Taxenständen unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen. Hinter? Also Taxenständen ja. Das sage ich jetzt mal auf. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? Ich verzögere und fädle zwischen dem roten PKW und dem LKW ein. Ich verzögere Luca haut jetzt raus für den besten Streamer. Verzögere nach dem gelben Fahrzeug ein. Video. Ich beschleunige und fädle von... Moment, ich schaue Video an.
sagen so 50, 60, 40. Ich beschleunige. Alter, Digga, bist du irre? Was? Luca hat gerade 5000 Bits gedroppt, Alter. Warum? Wie, warum? Luca hat gesagt, er haut jetzt raus für den besten Streamer und klopft fast mal 5000 Bits rein. Digga, heftig. Du machst deine Fragen. Digga, was heftig. Was kann aus einem zu späten Ausschalten der Geschwindigkeitsregelanlage folgen? Ein zu dichtes Auffahren natürlich. Eine zu hohe Kurvengeschwindigkeit auch. Eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auch. Sie fahren im Stadtverkehr auf trockener Fahrbahn in einer Kolonne, die sich in einer Geschwindigkeit von 50 km/h bewegt. Welchen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug müssen Sie mindestens einhalten? 10 Meter entsprechend etwa 2 Pkw-Längen, 5 Meter entsprechend etwa einer Pkw-Länge, 15 Meter, also soweit ich weiß, glaube ich, 2. Okay, hoffe ich. Sie fahren mit 100 km/h auf einer Straße. Warte mal, Bild ist wüst. Warte mal. Stopp. Ach, die Kamera dieser Camlink ist zum Kotzen einfach nur. Ist einfach zum Kotzen. Mich kotzt das an. Ich frage mich, was das für ein Käse ist, ey. Ohne Mist, Alter. So, weiter, komm. Ich fahre 100 km/h. Vor mir ein LKW mit 70. Wie weit muss ich bei Beginn des Überholvorgangs von einer Straßenkuppe... Mindestens noch entfernt sein? Ja, keine Ahnung. Du kaut nochmal 600 Bits raus, Digga. Ich sag jetzt mal 400 Meter. Warum weiß ich? Gott, die 12 Monate. LS Zocker, danke schön für dein neues Sub, Bruder. Luca, heftig, Digga. Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten? Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern? Ja, möglichst weit rechts fahren? Keine Ahnung, vor der Kurve links blinken? Nein. Was müssen Sie in dieser Situation beachten? Ich freue mich einfach nur für dich. Die Geschwindigkeit sollte wegen der Sichtverhältnisse angepasst werden. Das schätze ich durch den ständigen Wechsel Lichtschatten erschwert. Der ständige Wechsel von Licht und Schatten erschwert es, andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zu erkennen. Aha. Das Schätzen von Entfernung wird durch. Ja, man kann das dann schlecht schätzen. Ja, komm. Weitergedrückt? Ja. Es fängt an zu regnen. Warum müssen Sie den Sicherheitsabstand sofort vergrößern? Weil sich ein Schmierfilm bilden kann? Ja. Weil die Sicht schlechter werden kann? Ja. Weil die Bremsen schneller ansprechen? Nein. Es herrscht starker Seitenwind von rechts. Wann sind Sie beim Überholen besonders gefährdet? Was lachst du denn? Ich lese Chat. Was steht da? Mach weiter. Es gibt Bus und Bahn bei uns. Ja, mach weiter. Es herrscht starker... Achso, was müssen Sie beim Überholen besonders gefährdet hier? Beim Herausfahren aus dem Windschatten des LKW, beim Fahrstreifenwechsel nach dem Überholen, beim Einfahren in den Windschatten. Ja, na, beim Einfahren und beim Herausfahren, oder? Sie fahren außerorts auf einer Straße mit 3 markierten Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung. Auf dem rechten Fahrstreifen fahren in größeren Abständen einzelne langsamere Fahrzeuge. Welchen Fahrstreifen dürfen Sie durchgängig befahren? Den mittleren. Warte, stopp, stopp. Chat, YouTube-Chat und Twitch-Chat, schreibt bitte mal in die Kommentare jetzt, ob ihr glaubt, Chin hat bestanden oder Chin ist durchgefallen. Ich bin durchgefallen. Safe. Safe durchgefallen. Aber safe durchgefallen. Mal gucken, was mach, mal ab, ist. Mach mal Abgabe. Ich hoffe, warte mal ganz kurz. Ist das jetzt richtig? Müssen wir jetzt ab. Warte mal kurz. Müssen wir jetzt Abgabe drücken? Ja, ne? Müssen wir jetzt Abgabe drücken? Die schreiben alle durchgefallen. Ja, die wissen halt Bescheid, ne? Ja, Abgabe drücken. Ja, mach mal Abgabe. Oh. 39 Fehlerpunkte. Also, ich will nichts sagen, aber wenn ich das auf YouTube hochlade, kann es passieren, die kommen und holen deinen Führerschein. Scholti hat geschrieben, ich will das nicht auf YouTube hochladen, sonst kann es passieren, ich muss den Führerschein abgeben. Dicker, 39 Fehlerpunkte? Heftig. Das ist heftig, Chin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast so gut angefangen, ey. Du hast so gut angefangen und dann hast du aber richtig abgebaut. Krass. Aber kann man das jetzt nochmal... Ja.
Warum lasse ich denn den Zündschlüssel stecken? Das brennt. Ja, deswegen ist es wahrscheinlich egal. Will die Feuerwehr wegfahren? Also, tut mir leid. Was haben wir hier? Taxen nicht? Nee, stimmt, Taxen nicht. Ich darf da noch nicht parken. Mist. Ja. 15 Meter? Hm. Ich habe schon so gedacht, du bist ja aber ganz schön siegessicher. 6 Punkte ja. Darf man haben, schreibt er gerade. Nee, wie viele Punkte darf man haben? Bei wie vielen Punkten hat man bestanden? Na, 10 dauert nicht mehr als 10, oder? Damit die Feuerwehr es bewegen kann, das Fahrzeug. Ah, okay. 10 darf man haben. Okay. Haltestell. 39. Also. Ja gut, aber Leute, leider durchgefallen. Weißt du, was du jetzt abends auf der Couch überüben kannst? Mein Herzblatt. Na gut, hast trotzdem fein gemacht. Kuss geht raus. Lass das Däumchen da, Leute. Mach du es mal. Ja, ich bin dann dran.